Moin, mein Name ist Julian Schramm, ich bin Produktexperte bei Nord-Ostsee Automobile und heute zeige ich euch das MBUX. Der Bordcomputer auf der linken Seite lässt sich über die linke Seite des Lenkrades bedienen. Über die Seite lassen sich in dem Display unterschiedlichste Menüpunkte einstellen, wie zum Beispiel der Unterpunkt Navigation, Reise, wo Verbrauchswerte und Kilometerstände abgelesen werden können, oder auch Radio. Die rechte Seite des Media Display lässt sich in mehreren Möglichkeiten bedienen. Einmal über die rechte Seite des Lenkrades, einmal über das Touchpad hier in der Mittelkonsole oder auch per Touch auf dem Display. Als erstes würde ich euch jetzt gerne zeigen, wie ihr euer Telefon verwenden könnt. Dafür gehen wir einmal auf den Reiter Telefon und Gerät verbinden und öffnen auf dem Handy das Bluetooth-Menü. Das iPhone taucht hier jetzt in den Suchergebnissen auf und muss nur ausgewählt werden. Einmal auf Koppeln. Wenn Kontakte oder auch Favoriten synchronisiert werden soll oder auch eben nicht, muss einmal auf Erlauben oder auf Ablegen. Jetzt ist das Telefon zum Telefonieren verbunden. Um ein Navigationsziel einzugeben, haben wir zwei Optionen. Einmal unter dem Reiter Navigation und wohin lässt sich das Navigationsziel einmal manuell eingeben. Die zweite Option ist das Sprachsystem und da zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Hey Mercedes! Was kann ich für dich tun? Ich möchte in den Poppenbüttler Weg 5 Hamburg. Die Route zum Ziel Poppenbüttler Weg 5 Hamburg. Wie ihr seht, lassen sich Navigationsziele auch ganz leicht per Sprache eingeben. Abschließend würde ich euch gerne das EQ-Menü zeigen. Im Menü lassen sich unterschiedliche Ladeoptionen einstellen, wie zum Beispiel die Abfahrtszeit oder auch die serienmäßige Vorklimatisierung. Es lassen sich unterschiedlichste Verbrauchswerte und auch Energieflüsse beobachten. Ich hoffe, euch hat unser Video zum Thema MBUX gefallen. Wenn ihr weitere Fragen zu eurem Mercedes-Benz habt, findet ihr unsere Kontaktdaten auf der Homepage.